Irgendwie immer wieder, wie mühselig das hier am Anfang immer ist, sich so eine Upsala, uiuiuiui, so eine Existenz aufzubauen. Uiuiui, bitte nicht, Creeper, ach du Scheiße, Hilfe, Hilfe, leck mich am Arsch, ich hab da keinen Bock auf die Scheiße, jetzt explodier. Ja, hervorragend, ganz hervorragend, Leute. Wie soll ich denn mein Haus wiederfinden? Ja, und jetzt? Was mache ich jetzt? Ach du Scheiße. Ich lauf weg. Hoffentlich kriegen die mich nicht. Hören die irgendwann auf, mich zu verfolgen? Ich traue mich nicht, mich umzudrehen. Ach du Schande, was habe ich nur getan? Ja, hervorragend. Was mache ich denn jetzt? Verliere ich jetzt irgendwann mal die Aggro oder geht das jetzt hier so weiter? Oh, ich kalte die jetzt hier. Aber da hinten ist schon der nächste Creeper, der gleich die Verfolgung aufnimmt. Ich glaube, ich werde hier wahnsinnig. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist... Och, ist das doof, ey. Das hatte ich jetzt eigentlich echt nicht geplant, dass ich so lahmarschig bin und hier die... Ich warte jetzt einfach, bis es hell wird. Da hinten geht jetzt schon die Sonne auf. Ich glaube, ich habe sie abgehängt. Ha! Ich habe sie abgehängt. Ich lebe noch. Jetzt nicht gleich zu dem nächsten in die Arme laufen hier. Oh, so viel Action hier. Mein armes Herz. So. Ja. Was wollte ich sagen? Ach ja. Ich weiß es nicht mehr. So. Jetzt konzentrieren. Furnace bauen. Zack, 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 zack. So. Oh, ich habe ein Achievement. Yes. Und dann... Genau. Jetzt packen wir da... Ach, verdammt. Ach doch, ich habe ja noch Holz. Dann packen wir da... So? Nein. Moment. Wie macht man das nochmal? Ach so. Okay, alles klar. Super. Hm, jetzt ist die Sonne aufgegangen. Vielleicht sollte ich trotzdem mal die Hütte fertig bauen hier. Erstmal. Ich kann mir ja auch schon mal so eine Tür bauen. Damit mir die Scheiße hier nicht nochmal passiert. Ja, aber das habe ich doch eben echt super hingekriegt, dass diese Creeps mich nicht getötet haben. Ideen muss man haben. So. Alles klar, dann wollen wir mal weitermachen. Ich muss mich jetzt hier mal kurz konzentrieren, sonst bekomme ich hier gerade echt mal gar nichts auf die Reihe. Das ist ja auch doof. Ich meine, ich will ja nicht nur labern und in der Gegend rumstehen und sterben, sondern ich will ja auch mir hier so eine kleine Existenz erstmal aufbauen, damit ich überhaupt... irgendwie eine Chance habe, hier mal weiterzukommen. So, jetzt baue ich mir ein Bett. So. Danke, ihr lieben Schafe, dass ihr für mich gestorben seid. Und jetzt müsste ich eigentlich... Ja, was mache ich denn jetzt mal? Ich könnte jetzt erstmal so ein Dirt... So eine Kackstange, wie... ein bekannter Let's Player ja auch gerne mal sagt, bauen, damit ich auch weiß, wo ich hier überhaupt bin. Ich weiß nur nicht, ob das was bringt, ob die hoch genug ist. Oh Gott, wie komme ich jetzt wieder runter? Das ist die Frage. Wenn ich jetzt hier runterspringe, sterbe ich bestimmt. Ich bin aber auch echt total verpeilt. Ah, hat noch geklappt. Und... gut, damit ich überhaupt hier wieder zurückfinde. Das wäre ja auch irgendwie dämlich, wenn ich jetzt irgendwo hinrenne durch die Weltgeschichte und wo war jetzt nochmal mein Haus? Nee, das wollen wir ja nicht. So, jetzt habe ich keinen Dirt mehr, um mein Haus weiterzubauen. Mein Haus in Anführungszeichen. Das Ding ist ultra hässlich und auch wirklich erstmal nur ein Provisorium, damit ich überhaupt irgendwie überlebe. Irgendwie ist diese Konstruktion schon wieder überhaupt nicht... Nee, also irgendwie gefällt mir das noch nicht so. Ja,
Das ist schon was anderes, merke ich gerade, wenn man nicht nur spielt, sondern nebenbei auch noch reden muss und sich irgendwie konzentrieren muss einerseits und andererseits auch sich so denkt, ja, da gucken mir gerade Leute zu irgendwie. Oh, da liegt Fleisch, her damit, die man irgendwie unterhalten muss und dass es nicht langweilig wird und so und, boah, totale Überforderung, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. So. Ja, wunderschön, ich habe echt noch nie so ein schönes Bauwerk in Minecraft gesehen, es ist förmlich, ja, die Schönheit in Person. So, erstmal was fressen. Nam, nam, nam. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. So, ist jetzt Kohle fertig? Dann kann ich nämlich schon mal Fackeln bauen, damit hier drin keine Viecher spawnen. Das wäre ja auch echt geil. So. So, zack, zack. Zack. Perfekt. Wir haben unseren ersten Unterschlupf fertig. Juhu. Und einen Turm, damit ich weiß, wo ich wieder hin muss. Super. Jetzt können wir uns nach Essen umschauen. Ich sollte mir vielleicht mal ein Holzschwert basteln. Laufen wir erst nochmal wieder zurück. Beziehungsweise die Spinnen greifen mich ja eigentlich sowieso nicht an, wenn ich die nicht provoziere. Ah ne, wir können ja sogar schon ein Steinschwert bauen. So. Ich nehme, glaube ich, mal diesen Crafting Table nehme ich mal mit. Den kann man ja immer gebrauchen. Und gehe jetzt mal auf Nahrungssuche. Schafe droppen ja leider kein Fleisch. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja, liebe Freunde. Der Start war jetzt nicht so prickelnd. Da hinten sind Kühe. Aber ich hoffe, ihr seid noch dabei und nicht allzu gelangweilt. Ich werde mich auf jeden Fall bemühen, dann später auch etwas spannendere Bauten zu kreieren, die euch auch interessieren. Und werd dann natürlich auch Höhlen erforschen und weitere actionreiche Szenen werden hoffentlich entstehen. Was macht die Kuh da oben auf dem Baum? Ja, jetzt hast du dir die Beine gebrochen, dumme Kuh. Jetzt musst du leider sterben. Also eine Kuh, die gebrochene Beine hat, die notschlacht ich mal lieber. So. Komm, die Kuh da hinten will ich noch gerade abfarmen. Komm schon. Mein Gott, das ist ja aber auch ein dichter Wald. Hier kommt man ja überhaupt nicht durch. Das ist ja ein Dschungel. Und ich weiß schon wieder überhaupt nicht mehr, wo ich hier bin. Ja, keine Ahnung. Ich hoffe, ich finde anhand meiner Kackstange mein Häuschen gleich wieder. Sonst kriegt ihr euren Tod gleich doch noch zu sehen. Ich weiß genau, das ist das, worauf ihr wartet, dass ich hier elendig verrecke. Ich weiß es ganz genau. Ich sehe es euch an der Nasenspitze an. So. Wo ist die Kackstange? Hier ist sie nicht. Das hat ja viel gebracht. Ich dachte jetzt, ich könnte hier gucken. Da ist nichts. Da auch nicht. Da nicht. Ich muss mir eigentlich mal so einen Kompass oder sowas bauen oder... Aber das kann ich ja noch lange nicht. Da habe ich ja noch überhaupt noch nicht die Rohstoffe für. Da ist die Kackstange. Sie hat doch was gebracht. Hey. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht durchs Runterspringen sterbe. Wie viel Steak haben wir denn? 11 Stück. Oh, Hilfe. Oh, 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 oh. Oh, 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 jetzt aber ganz schleunigst was essen. Meine Güte, so eine knappe Geschichte hier. Jetzt bloß nicht noch irgendwo runterfallen oder irgendwann einen anderen Epic Fail produzieren. Das wäre schon von Vorteil.
Ja, ich hätte eigentlich gedacht, dass ich am Anfang irgendwie mehr erzählen könnte, aber wenn ich das jetzt tue, dann kann ich mich überhaupt nicht konzentrieren, merke ich gerade. Ich hoffe, das stört jetzt keinen. So, Kohle habe ich natürlich, so schlau wie ich bin, alles komplett verbraucht. Das heißt, ich muss nochmal Holz hacken. Reicht es noch für eine Axt? Ich glaube schon. So. Einmal hier wieder hinbauen. Dann haben wir den und den und den. So. Stone Axe. Die sieht aber stumpf aus. Ist das Interface eigentlich groß genug? Ich kann das ja mal noch ein bisschen größer machen. GUI Scale. Das ist ein bisschen sehr groß. Ui, und das ist für Leute mit sehr, sehr guten Augen. Es gibt kein Zwischending. Da müsst ihr jetzt leider durch. So. Das lassen wir einfach mal so. Ach, gleich so ein Riesenbaum hier. Den muss ich später mal ganz abbauen. Da habe ich jetzt gerade keinen Nerv für, wenn ich meine Gesundheitsanzeige sehe. Und auch den Sonnenstand, der schon wieder verdächtig tief ist. So. Ich vergesse immer, wie... So rum, ne? Ja. Okay, das fand ich auch echt nett von Notch, dass er das implementiert hat, dass man auch aus Holzkohle machen kann, weil sonst war man ja am Anfang echt total darauf angewiesen... Ah, mal anders hinsetzen. Darauf angewiesen, dass man Steinkohle findet. Und das ist ja nicht immer gegeben. Das fand ich am Anfang immer echt schwierig, bevor das ging mit der Holzkohle. So, Charcoal. Na los, mach hinne. Wofür brauchte ich die jetzt nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Ach ja, genau, ich wollte... Ah ja, gut. Ich wollte mir Fleisch braten und das essen. Lalala, bleibe ich jetzt hier stehen und warte. Meine Gesundheitsanzeige sagt mir, geh nicht nach draußen. Es wird gleich wieder dunkel. Ich kann ja schon mal in der Zeit überlegen, wie ich jetzt weitermache. Also, ich habe jetzt so ein kleines Rückzugsdomizil, was natürlich auch nach allen Mitteln der Kunst erbaut wurde. Habe ich mir sehr viel Mühe mitgegeben. Und als nächstes könnte ich ja dann mal eine Höhle suchen, ein bisschen und ein bisschen Eisen farmen oder was auch immer. Vielleicht noch ein bisschen Stein farmen, dass ich einfach mir mal vernünftige Werkzeuge herstellen kann. Das wäre schon nicht schlecht. Jetzt wächst hier drin Gras, das ist ja auch schön. Ja, ich bin sehr naturverbunden hier mit meiner Dirt-Hütte. Ich fühle mich schon fast unter der Erde. Was auch meine Gesundheitsanzeige durchaus verkörpert. So, 7 Steaks. Ich kann ja schon mal Essen fassen. Und endlich regeneriert meine Energie wieder. Gott sei Dank. Und es wird dunkel. Wie man sieht. Da kann ich mich dann gleich schlafen legen. Gute Nacht. So, jetzt ist es wieder Tag. Essen ist noch nicht ganz fertig. Ich sollte vielleicht, bevor ich jetzt hier rausgehe, noch warten, bis meine Gesundheit wieder halbwegs regeneriert ist. Weil Creeper, die spawnen ja leider erst irgendwann im Laufe des Tages. Was ich auch sehr, sehr fies schon oft fand. Damit haben die Creeper mir schon so oft, auch am Tag, irgendwelche Bauten zerstört, die ich dann wieder zusammenfrickeln musste. Das war immer nicht so schön. So. Ja, also, meine Gesundheit regeneriert jetzt langsam. Ich könnte mich jetzt mal auf den Weg machen nach einer Höhle, wie ich ja eben schon angekündigt habe. Aber ich bin gerade noch am Überlegen, ob ich die Kackstange noch ein bisschen höher mache, damit ich wirklich die von überall aus sehen kann. Da fehlen mir jetzt natürlich so ein bisschen die Steine für.